Nach 5 Siegen in Folge musste unser FCH letztes Wochenende mal wieder eine Niederlage einstecken und zu allem Überfluss wurden ja auch Christopher Theisen und David Saalfeld vom Platz gestellt. Dazu fehlt heute noch Patrick Lienhardt verletzt. So muss Jürgen Luginger seine Anfangself gegen den SC Hessen 3 Aich kräftig umbauen. Marc Redl, Marco Geiser und Sven Söckler spielen so also von Beginn an. Zudem startet heute erstmals nach seiner Verletzung Kevin Make in der Innenverteidigung. Die erste Chance des Spiels entsteht dann aus einem Einwurf. Der Ball kommt in den Strafraum und dort probiert es Steinherr seinen Versuch, wird aber noch ins Tor ausgelenkt. Die anschließende Ecke bringt dann nichts ein. Die Gastgeber aus Dreieich belegen ja den letzten Tabellenrang, haben sich aber zuletzt noch einmal prominent verstärkt. Mit Kevin Pezzoni, Dominik Rau und Kai Hesse, der ja von uns nach Dreieich gewechselt ist, spielen ihre Last-Minute-Verpflichtungen auch gleich von Beginn an. Ihre erste Torannäherung findet dann aber durch Loris Weiß statt, der Ball geht aber noch weit am Tor von Marc Redl vorbei. Ansonsten ist wenig Spielfluss auf beiden Seiten erkennbar und wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, hilft ja vielleicht ein Freistoß. Latte! Da fehlte nicht viel und unser FCH wäre urplötzlich in Führung gegangen. Alexander Hahn war es, der den Ball hier herrlich über die Mauer gezogen hatte, dann leider aber ohne Glück. Nur eine Minute später kommt dann die von Rudi Bommer trainierte Mannschaft das erste Mal in unseren 16er und dann passiert das. Daniel Di Gregorio bringt hier Abbasin Alikil zu Fall. Es gibt Elfmeter. Schiedsrichter Nikolai Kimmeier hat sich sofort festgelegt und gibt den Strafstoß. Daniel Di Gregorio hat aber wohl auch wirklich seinen Gegenspieler berührt. Bitter kommt noch hinzu, dass bei der Entstehung der Ball hier wohl im Aus war und es eigentlich Einwurf für Homburg hätte geben müssen. So hat sich Dennis Streker den Ball aber zurechtgelegt und er verwandelt auch sicher. Überraschend geht hier Hessen 3 Aich in Führung. Für Streker ist es das zweite Tor der Saison. Marc Redl konnte da im Tor auch nichts mehr retten. Keine 5 Minuten später hat sich Torschütze Streker die gelbe Karte abgeholt und unser FCH hat einen weiteren Freistoß. Diesmal macht es Sven Söckler, aber Pierre Kleinheider zeigt eine starke Parade. Schade. Das war ein starker Standard von unserer Nummer 10. Und da aus dem Spiel heraus wirklich wenig bislang geht, gleich ein weiterer Freistoß. Diesmal ist es wieder Hahn, der ist an der Reihe, doch diesmal ist sein Schuss zu hoch angesetzt. Es bleibt also beim Pausenrückstand unserer Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel versucht die Mannschaft von Jürgen Luginger dann Druck aufzubauen. Die Ecke brachte noch keine Gefahr, doch der Ball wird zurück in den 16er gebracht. Und dort hat dann Dulek die Chance. Wieder ist es Kleinheider, der erneut stark hält. Patrick Dulek hatte das eigentlich sehr gut gemacht. Ballannahme und Abschluss, alles in einer Bewegung. Doch der Keeper war auf dem Posten. Dann ein bekanntes Bild. Wieder stehen Söckler und Hahn zum Freistoß bereit. Söckler schießt, leicht abgefälscht, aber Kleinheider hat auch diesen Ball und dann können die Hessen die Situation bereinigen. Und als dann unser FCH wieder im Angriff ist, hält Dennis Streker bei Söckler den gestreckten Fuß drauf. Und da der Torschütze aus dem ersten Durchgang bereits verwarnt ist, sieht er hier seine zweite gelbe Karte und muss mit der Ampelkarte vom Platz. Unser FCH spielt also nun in Überzahl. Mit einem Mann mehr hat unsere Mannschaft noch mehr Spielanteile, weiß diese aber nicht wirklich in Torchancen umzunutzen. Auch der Eckball bringt nicht wirklich Gefahr. Stattdessen das. Der erst wenige Minuten zuvor verwarnte Daniel Di Gregorio holt sich hier seine zweite gelbe Karte ab und wird ebenfalls des Feldes verwiesen. Die gelb-rote Karte hat einen bitteren Beigeschmack. Sein Gegenspieler hat zuvor eindeutig die Hand zur Hilfe genommen. Schon da hätte der Schiedsrichter pfeifen müssen. Weiter geht es aber mit 10 gegen 10. Unser FCH versucht es, aber nach vorne fehlt die letzte Konsequenz. Stattdessen kommt Dreieich noch zu dieser Konterchance. Der für Kai Hesse ins Spiel gekommene Tino Lagator schießt allerdings neben das Gehäuse. Es bleibt bei der knappen Niederlage für unseren FC Homburg. Trotz deutlich mehr Spielanteilen ist man gegen leidenschaftlich kämpfende Dreieicher nicht mehr zum Ausgleich gekommen. Nach 2 Niederlagen in Folge heißt es nun am kommenden Freitag zu Hause im Waldstadion gegen den FSV Frankfurt wieder in die Spur zu finden.